Herzlich willkommen zurück, all denjenigen, die die letzten 1,5 Stunden nicht hier in diesem schönen Raum verbracht haben. Ein ganz kurzer Überblick über das verbleibende Programm dieses ersten Landeskonvents Baukultur Brandenburg. Was jetzt folgt, ist ein kurzer Einblick, einerseits in die Entstehungsgeschichte, aber auch in die Gedanken hinter dem Themenjahr Baukultur. Daran anschließend werden wir, so gut uns das gelingt, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, versuchen, einen Einblick zu geben in die 3 Diskussionsrunden des ersten Teils des Nachmittags. Und das ist hoffentlich ein guter Ausgangspunkt für die dann folgende Podiumsdiskussion, die noch einmal auf den Punkt bringen sollen, was sind die Erwartungen, was sind die Perspektiven, was sind die Möglichkeiten und was sind auch mögliche erste Schritte in Richtung des Voranbringens von guter Baukultur in Brandenburg. Ja, soweit einmal ein kurzer Überblick über das Programm. Es gibt wieder das ursprüngliche Slido, wundern Sie sich nicht, das ist jetzt sozusagen wieder ganz geklärt von allem, was bisher war, weil das archiviert wurde, damit Sie und wir wieder einen guten Überblick haben über das, was jetzt hinzukommt und wir darauf auch entsprechend reagieren können. So, jetzt ist der Moment der ungeteilten Aufmerksamkeit. Das gibt mir gut Gelegenheit, den nächsten Gast hier zu begrüßen, Christian Müller-Lorenz. Er leitet die Themenjahre in Kulturland Brandenburg. Herzlich willkommen. Und wird uns einen Einblick geben in die Gedanken hinter den Themenjahren und diesem Themenjahr. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ich darf vielleicht auch nochmal, auch wenn es jetzt schon der Nachmittag ist, Sie alle nochmal ganz herzlich begrüßen hier im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte. Ich freue mich sehr, Ihnen einen Einblick in das geben zu können, was Sie auch in Ihren Baukulturbeuteln gefunden haben, nämlich das Themenjahr 2023 Baukultur leben. Und ich glaube, dass der Titel dieses Baukultur-Themenjahres sehr gut gewählt wurde. Wir haben intensiv darüber nachgedacht, soll das Erleben sein? Und es waren auch noch andere Worte im Gespräch, aber das Leben hat uns im Grunde gezeigt, genau darum geht es. Wir wollen nicht etwas erleben, ganz passiv, sondern wir wollen aktiv die Baukultur mitgestalten. Und dass die Kultur dabei eine wichtige Rolle spielt, kam in diesem Tag, an diesem Tag in den verschiedensten Runden, verschiedensten Panels auch immer wieder sehr gut zur Sprache. Ganz zu Beginn unseres Tages gab es 8 Fragen, die aus dem ersten Podium herauskamen, und genau in diesen Fragen spielte sich auch ganz deutlich wieder, dass die Kultur und die Schnittstelle zur Kultur, das Wort steckt ja in der Baukultur drin, einen wichtigen oder wichtige Lösungsansätze für die Fragen der Zukunft der Baukultur auch bietet. Ich darf Ihnen ganz kurz einen Überblick über dieses Jahr geben. Ich werde mich beeilen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht nur noch 2 Minuten, sondern, okay, wunderbar. Genau, also Baukultur leben. Für all diejenigen, die nicht genau wissen, was Kulturland Brandenburg eigentlich ist: Kulturland Brandenburg hat sich als Motto gegeben, das Land jedes Jahr neu zu entdecken. Jedes Jahr ein neues Themenjahr. Vielleicht geben wir uns ab 2024 auch ein bisschen mehr Zeit für die Themen. Das überprüfen wir gerade noch. Aber es geht uns darum, den BewohnerInnen des Landes, den Gästen des Landes, das kulturelle Erbe und die kulturelle Vielfalt Brandenburgs näher zu bringen. Und das machen wir jedes Jahr mit zahlreichen PartnerInnen aus Brandenburg, KulturakteurInnen, Initiativen, Vereinen, Kommunen, Landkreisen, die sich an unserem Themenjahr beteiligen, die wir finanziell unterstützen, um Kulturprojekte im Land durchzuführen. Der wichtigste Faktor von Kulturland Brandenburg ist allerdings, dass wir ein Netzwerk bieten, ein bestehendes Netzwerk, das jedes Jahr wächst. Wir bringen Menschen zueinander, die sonst vielleicht nicht so zusammenkommen würden, in der thematischen Dichte und in der Situation, wie wir zum Beispiel hier heute zusammensitzen. Ich bin sehr stolz, dass heute auch KulturakteurInnen hier sind und bei diesem Landeskonvent Baukultur mitwirken. Jedes Jahr haben wir auch ein neues Corporate Design. Das sieht in diesem Jahr so aus.
Dieses Corporate Design finden Sie auch immer wieder im gesamten Land Brandenburg. Sie finden das auf unserem Magazin. Sie finden das aber auch bei den PartnerInnen auf deren Marketingprodukten, Printprodukten, digitalen Anwendungen wieder. Und auch so kreieren wir ein Gesamtbild, wie sich dieses Themenjahr darstellt. Und ich komme ganz kurz zu der Genese beziehungsweise zu den Fragen, die wir uns im Vorfeld gestellt haben. Was soll dieses Themenjahr? Was wollen wir damit? Welche Fragen wollen wir an die KulturakteurInnen richten? Was wollen wir, was auch beantwortet wird? Und die Fragen, wem gehören Stadt und Land? Wie blicken wir in die Vergangenheit, also betrachten das baukulturelle Erbe? Wo treffen sich die Ideen? Wo können wir auch neue Räume für Begegnungen schaffen, Räume öffnen, die vorher vielleicht verschlossen waren? Und wie soll es weitergehen? Welche Perspektive kann die Kultur auch mitbringen, um in eine klimaneutrale Zukunft zu starten? Denn ich glaube, auch da hat die Kultur viel beizutragen. Und ich spreche immer gern von der Praktikabilität, die die BrandenburgerInnen an den Tag legen, wenn es darum geht, Probleme zu lösen. Das erfahre und erlebe ich jedes Jahr, wenn ich im Land Brandenburg im Themenjahr unterwegs bin und wirklich staunen darf, was die Menschen alles mit wenig Geld, mit wenig Ressourcen, aber viel Engagement auch umsetzen. Sie dürfen jetzt ganz kurz die Handys zücken und im Kalender folgende Termine notieren. Sie finden die Termine natürlich auch hier drin. Den ersten Termin, den haben wir schon heute, der Kick-Off, wie er heute Morgen genannt würde, des Baukulturjahres. Einen weiteren Termin, den ich Ihnen sehr ans Herz legen darf und zu dem ich Sie auch ganz herzlich einladen möchte, ist der 2. und 3. Juni 2023. An diesem Tag wollen wir gemeinsam mit dem Landkreis Oder-Spree und der Stadt Eisenhüttenstadt und verschiedenen KulturakteurInnen vor Ort den Festakt zum Themenjahr Baukultur Leben feiern. Wir laden also alle herzlich ein, dorthin zu kommen und sich Eisenhüttenstadt auch nochmal aus einer ganz neuen Perspektive anzuschauen. Denn das ist auch etwas, was Kulturland Brandenburg jedes Jahr macht. Wir wollen Sie einladen, Orte, die Sie vielleicht sogar schon kennen, an denen Sie schon waren, mit einer neuen Perspektive zu erleben, neu, auch nochmal neu mitzudenken. Und das ist in diesem Jahr ganz besonders schön. Das zeige ich Ihnen gleich nochmal anhand von wenigen Beispielen, dass die Menschen, die diese Projekte vor Ort umsetzen, sie genau dazu einladen möchten. Das ist wirklich eine gelebte Partizipation. Es geht nicht dabei darum, dass in Anführungszeichen nur Verwaltung, nur Ingenieure, nur Planer zusammensitzen, sondern die Zivilgesellschaft ist eingeladen. Und natürlich hilft die Perspektive von außen manchmal sehr, um den Knoten, den man vielleicht im Kopf hat, zu lösen. Am 23. und 24. September findet dann der Tag der Baukultur statt, eine Veranstaltung der Baukulturinitiative, die wir sehr gern auch mit unterstützen. Und dahingehend ist meine Folie nicht ganz aktuell. Am 17. November findet dann die Abschlussveranstaltung und die Vergabe des Brandenburgischen Baukulturpreises hier in Potsdam in der Schiffbauergasse statt. Das sind die vier Veranstaltungssäulen, um die herum sich das Themenjahr auch webt und die wirklich von zentraler Bedeutung sind und die wir eben auch nutzen wollen, um das Thema des Themenjahres, die Baukultur in Brandenburg, auch aktiv zu besprechen, zu feiern, uns anzuschauen und zu leben. Jedes Themenjahr hat so um die 30 bis 50 Partnerprojekte, die durch Mittel des Infrastrukturministeriums des Landes Brandenburg und des Kultusministeriums gefördert werden. Lieber Herr Düni, verzeihen Sie mir, dass ich heute das Infrastrukturministerium als erstes nenne. Bei den anderen Tagen und Veranstaltungen kommt das MBFK immer als erstes. Aber diese Zusammenarbeit mit dem Infrastrukturministerium besteht mittlerweile seit 2006 und hilft uns wirklich auch das Thema Baukultur, das wir schon auch seit dieser Zeit immer wieder mitnehmen. In jedem Thema steckt irgendwie auch Baukultur drin. Die Arbeitsgemeinschaft Historische Stadtkerne zum Beispiel ist seit 2004 enger Partner von Kulturland Brandenburg und findet immer zu jedem Thema auch etwas, was man in den historischen Stadtkernen auch machen kann. Und genau diese Initiativen, die brauchen wir natürlich auch, um uns mit den verschiedenen Themen, die Baukultur bespielt, auch immer wieder mitzunehmen.
Ich will jetzt ganz kurz einige Projekte vorstellen. Eines dieser Projekte in Eisenhüttenstadt, da geht es um das baukulturelle Erbe der DDR-Geschichte, auf den Platz fertig los. Das wird ein Festival sein, das an verschiedenen Terminen von Mai bis August 2023 auf dem Platz der Jugend stattfindet. Und es geht da explizit darum, dieser Platz der Jugend ist außerhalb des Flächendenkmals in Eisenhüttenstadt. Und da geht es explizit darum zu schauen, wie können wir mit jungen Menschen eine Stadt und einen Teil dieser Stadt entwickeln und beleben, damit diese Menschen auch in Eisenhüttenstadt bleiben. Diejenigen, die Eisenhüttenstadt kennen, wissen, dass es einen enormen Wegzug aus der Stadt gab, dass es viel Leerstand gerade dort im historischen oder im Denkmalzentrum auch gibt. Und die Akteure vor Ort wollen das eben ändern und wollen aktiv mit den Menschen vor Ort, mit Gästen herausfinden, was es braucht, damit die Menschen bleiben und diese Stadt auch als ihre eigene anerkennen, ihre Identität mit einbringen. Ein weiterer Punkt, der auch immer wieder sowohl in den Themenjahren, aber auch am heutigen Tag eine Rolle spielte, waren die Konversionsflächen des Landes Brandenburg. Der Landkreis Teltow-Fleming hat enorm viele, insbesondere militärisch genutzte Flächen, die heute brach liegen, die zum Teil Sperrgebiet sind. Und das Museum des Teltow engagiert sich schon seit vielen Jahren zu dem Thema Militär mit verschiedenen Akteuren vor Ort und ist in diesem Jahr dabei, auch eine Ausstellung auch an verschiedenen Orten durchzuführen, die sich eben mit dieser Architektur dieser Militärflächen auseinandersetzt. Ein weiteres Projekt, auch ein Festival, das vom 28. August bis zum 10. September 2023 in Woltersdorf, in Strausberg und auch noch im Nachbarort von Woltersdorf in Erkner stattfindet, wird sich eben ganz explizit mit drängenden Fragen des Bauens, der Architektur und möglichen Zukunftsperspektiven auseinandersetzen. Da geht es eben auch darum, die Kultur und die Fachperspektive miteinander zu mischen. Das heißt also Musik, Kunst, Performance, Theater mit Fachvorträgen, mit Fachperspektiven in Einklang zu bringen. Das nächste Festival, das im November 2023 stattfindet, ist vom Stadtbad Kunstforum und bespielt das Stadtbad in Brandenburg an der Havel. Sie kennen das Gebäude sicherlich, wunderschön, auch sehr schön gelegen. Momentan leider das Problem, dass es eben innen drin nicht genutzt werden kann. Und die Lösung, die das Stadtbad Kunstforum hier entwickelt hat, ist ein Foto- und Videokunstfestival durchzuführen und das an der Fassade, gerade in den Fenstern des historischen Bauwerkes durchzuführen, um so auch eine Aufmerksamkeit für dieses Gebäude zu schaffen und zu zeigen, dass eine mögliche Nutzung dieses Gebäudes in Sichtweite ist und wie es auch genutzt werden kann. Und auch hier, und das hatte ich auch in der Gewölbehalle in der letzten Runde, im letzten Panel und habe auch immer wieder gesehen, dass die Perspektiven oder die Sanierung der Gebäude auch immer mit einer kulturellen Perspektive versehen sind. Also auch hier spielt die Kultur eine ganz wichtige Rolle. Entweder ist es die kulturelle Nachnutzung, woraufhin Gebäude ertüchtigt werden, oder es ist das zivilgesellschaftliche Engagement für ein baukulturelles Erbe oder für eine baukulturelle Nachnutzung oder kulturelle Nachnutzung von Gebäuden. Und auch hier besteht dieses Interesse in der Zivilgesellschaft und wir unterstützen das mit unserem Themenjahr. Das letzte Projekt ist, man könnte sagen, ein wenig abgespaced, aber es passt natürlich rein, insbesondere deswegen, weil es eine Zukunftsperspektive, nämlich eine Perspektive mit künstlicher Intelligenz mit reinbringt. Urban Parasites ist ein Projekt, das 3D-gedruckte und von einer KI kreierte Figuren für öffentliche Plätze in Brandenburg schafft. Und diese Figuren bestehen aus einem Material, das aktiv CO2 aus der Umgebung bindet. Also hier werden klar Klimathemen, die Wiederbelebung von Räumen miteinander verknüpft und gleichzeitig gibt es hier auch eine Kooperation, die über die Grenzen Brandenburgs hinweggeht, denn Sebastian Vogt, den Herrn, den Sie hier auf der Folie auch sehen können,
auch aktiv mit einer Uni in Baden-Württemberg zusammenarbeitet, mit Akteuren aus Bayern zusammenarbeitet, um diese technische Machbarkeit umzusetzen. Und es gibt auch noch eine Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Potsdam, mit den Studierenden dort. Also auch hier sind das gelebte Netzwerke, die wir mit nochmal in einen größeren Zusammenhang setzen. Das war auch schon, das war auch schon der kleine Durchritt. Wie gesagt, das sind etwa 30 Projekte. Hier im Magazin finden Sie alle drin. Aktuelle Termine finden Sie bei uns auf der Website. Und ich darf Sie auch noch mal ganz herzlich einladen, wirklich das Angebot auch wahrzunehmen, sich die Orte anzuschauen, mit den AkteurInnen vor Ort in Kontakt zu treten und vielleicht über zukünftige Kooperationen zu sprechen. Denn auch wenn wir uns nächstes Jahr wieder einem anderen Thema widmen werden, wird natürlich das Thema Baukultur in Brandenburg und auch mit den Kulturakteuren zusammen weiterhin wichtig bleiben. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Müller-Lorenz. Da waren wirklich inspirierende Beispiele dabei. Und ich kann Ihnen nur mit